18. Juni 2014 in Krieglach. Der neue Sozialhilfeverband Bruckmürz-Zuschlag verwirklicht nach der Fusionierung einen zweiten Meilenstein zum größten öffentlichen Pflegeheimbetreiber der Steiermark. Die Spatenstichfeier erfolgte, während im Hintergrund die Bauarbeiten im vollen Umfang bereits begonnen hatten, mit dem Argument, man wolle keine Zeit verlieren. In 18 Monaten soll alles ja fertig sein. Für den Sozialhilfeverbandsobmann Gerhard Weber eine höchst erfreuliche Tatsache. Selbstverständlich, wie gesagt, ist heute unser zweiter Spatenstich. Ich bin ja 14 Tage im Altbezirk mit Zuschlag. Das zweite Heim mit Investitionen zwischen 9,2 und 10,2 Millionen. Das ist ein Teil davon, von diesen 30 Millionen, die wir in diesen nächsten zwei Jahren in unserem Bezirk Bruckmürz mit Zuschlag investieren werden. Das heißt, ein Schritt in neue Zukunft, ein Schritt für neue Pflege mit neuen Voraussetzungen. Für Krieglachs Bürgermeisterin Regine Schrittwieser eine weitere Erfolgsgeschichte in der Marktgemeinde. Es ist ein Freudentag für Krieglach, für die gesamte Region, diese Spatenstichfeier für das neue Bezirkspflegeheim. Eigentlich auf dem gleichen Standort, wo das alte gestanden ist, beziehungsweise kann man schon 90 Jahre zurückgehen. Und zwar 1925 wurde damals von der Marktgemeinde Krieglach da ein Altersheim errichtet, was dann in späterer Folge vom Sozialhilfeverband übernommen ist worden. Und dann hat es eigentlich im vorigen Jahr den einstimmigen Beschluss gegeben, hier wieder ein neues Bezirkspflegeheim zu errichten. Man muss einfach sagen, der Platz ist ideal, ist zentrumsnah, rundherum sind die Seniorenwohnungen, diese Infrastruktur ergänzt sich einfach und unsere ältere Generation kann wirklich am Ortsgeschehen daran teilnehmen. Für alle Gäste gab es ein Willkommensgeschenk, auch für Landeshauptmann-Stellvertreter Siegfried Schrittwieser. Das ist ein Gastgeschenk, die alle bekommen, noch dazu etwas, was mit Ruhe und Gelassenheit zu tun hat. Ich glaube, wir sollten überhaupt mehr Ruhe und Gelassenheit von uns geben, dann würden wir viel Streit vermeiden. Aber insgesamt denke ich mir, ist das eine tolle Veranstaltung. 82 neue Pflegeplätze ist etwas, was die Menschen brauchen, wenn wir immer älter werden. Geht Krieglach hier einen neuen Weg, das Alte abreißen und wieder neu aufbauen? Ich glaube, das hängt immer davon ab, von der Bausubstanz, wie das alte Gebäude ist. In diesem Fall wäre eine Sanierung teurer gewesen, daher ist es gut so, dass der Sozialverband entschieden hat, das neu zu errichten, am neuesten Standard, die neuesten Einrichtungen, die wir brauchen, und daher glaube ich, ist das eine Entscheidung für die Zukunft. Dass der Ausbau des öffentlichen Pflegenetzes unabdingbar geworden ist, lässt sich nicht verleugnen. Der Pflegeregress in der Steiermark allerdings gab Anlass zu Diskussionen. Ich glaube, letztendlich sind wir alle froh, dass der Regress wieder abgeschafft wurde. Am Beginn wurde eingeführt, um einen Teil unserer Konsolidierungsmaßnahmen abzudecken, aber letztendlich, weil ein Argument hat gegen den Regress gesprochen, dass die Steirerinnen und Steirer die einzigen sind, die den zahlen, und gegen das gibt es kein Argument, und da haben wir diesen mit 1. Juli abgeschafft. Ein Pflegeheim zu bauen ist in der heutigen Zeit fast in jedem Ort eine Notwendigkeit, denn unsere Eltern, unsere ältere Generation, ist Gott sei Dank immer gesünder und wird auch immer älter. Und nicht jeder hat die Möglichkeit, von der Familie gepflegt zu werden. Für mich erste Priorität hat allerdings trotzdem zu schauen, dass die Menschen gesund bleiben, die Menschen möglichst lange gesund zu erhalten und in ihrer gewohnten Umgebung zu belassen, wo sie auch ihre Bekannten und Freunde haben. Zweite Priorität ist eben die Möglichkeit, eben, dass man sich in eine Institution begibt, damit man nicht alleine ist, die Sicherheit hat. Allerdings ist es auch schön, wenn man in der Heimat, im Heimatort bleiben kann. Wie man weiß, sind die Bewohner des Pflegeheims Krieglach zurzeit im Landespflegezentrum Kindberg untergebracht. Wir freuen uns heute schon wieder, wenn wir die Bewohner und Bewohnerinnen und auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nächstes Jahr im Sommer wieder da nach Krieglach zurückholen dürfen.